eine der faszinierendsten Nutzpflanzen der Welt. Hanf wächst extrem schnell, von 0 auf 4 Metern in nur 100 Tagen. Er ist äußerst widerstandsfähig. Schädlinge kennt der Hanf nicht. Er wächst schneller als jedes Unkraut und benötigt weder Dünger noch Pestizide. Faszinierend seine Eigenschaften. 80% aller Seile, Taue und Segel wurden früher aus Hanf gemacht. Kein anderes Material eignet sich besser. Extrem wasserabweisend und rissfest. Und Hanf ist sehr gesund. Hanföle gehören zu den gesündesten Nahrungsmitteln überhaupt. Wussten Sie, dass sein Eiweiß- und Proteingehalt nur von der Sojabohne übertroffen wird? Und Hanf mehr Omega-3-Fettsäuren besitzt als Fisch? Null Abfall. 97% der Pflanze wird verarbeitet und genutzt. Fasern, Stroh und Samen. Das schafft sonst keine Agrarpflanze. Weltrekord. Und ökologisch gesehen ist Hanf ein wahres Wunder. Es bindet mehr CO2 als Wald und hat als Pellet den gleichen Brennwert wie Braunkohle, aber null Treibhauseffekt. Hanf, die älteste Kulturpflanze der Welt. Die extrem robuste Hanfsehne machte schon 5000 vor Christus den Bogen zur effektivsten und modernsten Waffe, da sie enorme Zugkräfte aushielt und äußerst wasserresistent war. Ägypter, Römer und Griechen liebten Hanfkleider auf ihrer Haut. Ihre geringe Feuchtigkeitsaufnahme machte sie zur Funktionskleidung des Altertums. Unter Karl dem Großen konnte man mit Hanf seine Steuern bezahlen, eine wahre Biowährung. Gutenberg druckte die erste Bibel auf Hanfpapier und viele Jahre später folgt die amerikanische Unabhängigkeitserklärung ebenfalls auf Hanfpapier. Kolumbus entdeckt Amerika mit 80 Tonnen Hanf an Bord, in Form von Tauen, Segeln und nicht zuletzt wertvollen Gastgeschenken aus Hanfsamen und Kleidern. 1873 fertigt Levi Strauss seine Jeans natürlich aus Hanf. Der Stoff war wesentlich wärmer und reißfester als die beste Baumwolle. Zwei Pferde versuchten, die Jeans auseinanderzureißen, erfolglos. Schon seit Hildegard von Bingen zählte Hanftinktur zu den meistverordneten Arzneien. Und auch Queen Victoria ging ohne sie nicht aus dem Palast. Flower Power. Hanf bewegt eine ganze Generation und Cannabis ist das Rauschmittel der Hippies und Blumenkinder. Ohne Hanf keine sexuelle Befreiung und keine Rockmusik. Hightech und wegweisend. Die Automobilindustrie nutzt Hanf für Formpressteile und Faserverbundstoffe. 15% der weltweiten Hanffasern werden in Automobilen verbaut. Tendenz steigend. Und heute? Hanf erlebt seit Jahren eine Renaissance. Er wird zunehmend angebaut und für viele neue Anwendungsbereiche entdeckt. In der Baubranche wird Hanf seit Jahrhunderten vielfältig genutzt. Die Hanffaser ist dank seiner hervorragenden Eigenschaften und geringen Feuchtigkeitsaufnahme ein idealer Baustoff. Seit ca. 10 Jahren wird Hanf auch als Fassadendämmstoff verwendet. Hier kann der Hanf seine Qualitäten optimal ausspielen. Er ist rasch nachwachsend, wird ökologisch angebaut, benötigt nur kurze Transportwege, lässt sich energiesparend weiterverarbeiten und besitzt beste technische Eigenschaften. Hanfdämmplatten sind äußerst diffusionsoffen, bieten hervorragenden Schallschutz und nicht zuletzt dämmt Hanf hervorragend. Hanf wächst überall. Der ökologische und regionale Anbau sowie die energiesparende Produktion machen Hanf zu dem ökologischen Dämmstoff der Zukunft. Dämmung mit Hanfdämmplatten von Kapatekt. Die ökologische Alternative. Hanf dämmt grüner.